So, herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Folge von Deutschland fällt immer wieder nach unten. Hier ist noch so ein Champion. Ich habe nichts, um den anzuhauen, warte mal. Doch hier mit. Das macht, glaube ich, Damage. So, zack, zack. Alles klar. Oh, jetzt bin ich im Kampf und verlangsamt. Ich hoffe, das beeinträchtigt meine Sprungfähigkeiten nicht. Nein, ernsthaft. Hast du Speed an, normal meine ich? So, jetzt bin ich wieder fit. So, ein bisschen in den Busch reinstellen, sagst du. Ja, und so, schön an die Kante. Und dann. So, und jetzt 2 und 1. Okay. Passt. Es ist mir unerklärlich, warum das jetzt nicht gereicht hat. Muss ich doch ganz nah an die Kante ran oder was? Ja, wahrscheinlich konntest du dich mit deinen Armen noch gerade festhalten und ich halt nicht. Macht nix. Ich hab gehört, wenn man Mittagsschläfe macht, wird man größer. Echt? Da ich immer bis mittags schlafe, verkehrt sich daraus meine Größe. Das wird's erklären. Außer morgen. Dann muss ich früh aufstehen. So, jetzt aber, komm. Wie weit in dem Busch standst du denn? Da, wo dieser dicke Steinpinöppel ist, oder? Nee, dann weiter links. Weiter links. Ja. Okay. Also. Komm, das packst du dort ran. Boah, endlich! Juhu! Was für ein Kampf. Sind hier noch welche? Wo wir schon mal gerade hier sind? Nö. Okay, dann können wir ja wieder zurück. Ist bestimmt voll easy. Ich riskiere das jetzt mal mit der 2. Ja. Nein! Das sah gut aus. Habe ich überlebt. Ja, ich war ein bisschen zu weit rechts. Ich habe übrigens nicht überlebt. Und du bist vor. Ja, ich ratze dich. Nein, warte, da muss ich so weit laufen. Weißt du, das liegt in der Größe. Ja, du konntest da noch stehen quasi. Deine Füße haben von da oben bis nach ganz unten hingereicht. Meine nicht. Wenigstens haben wir jetzt schon mega viele Kristalle. Ich guck mal hier in meinen Erfolgen nach. Bazar der vier Winde, Lektionen vom Himmel. 17 Stück immerhin schon. Oh. 4 von 5 Rängen. Es läppert sich was zusammen. Ja, du bist auf einem guten Weg. Bitte mach schnell, sonst läuft die Zeit davon und meine Ware hält sich. Man hört bei dir die ganze Zeit Autos im Hintergrund rauschen. Ja, vorhin war auch Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob da schon die Aufnahme lief. Wohnst du etwa in der Stadt oder was? Keine Ahnung, ich glaube, ich wohne hier irgendwo im Kriegsgebiet. Panzer und Flak hört man hier. Beruhigend. Nordkorea? So, komm, jetzt bashen wir den Champion um, ja? Aber ich habe keine Fähigkeiten. Oh Mann, ja. Schmeiß das Ding weg. Niemals. Wegschmeißen. Ah, Rückkehr, so. Zack, komm. Kann doch nicht angehen, dass die sich hier stundenlang mit dem Biest rumplagen. Was einfach nicht kaputt geht. Aua, 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 aua. Das.
Ich komme mir vor wie einer der Helden in diesen Sturm- und Drang-Filmen. Die kämpfen auch immer ohne Oberteil. Ja, wie konnte es dir nur passieren, dass du immer ohne Oberteil kämpfen musst? Ich weiß nicht, normalerweise habe ich doch immer eins an. So, jetzt wo wir hier da sind, da stirbt auch wenigstens langsam. Alles unsere Arbeit, die wir machen. Unser Skill. Und du siehst, haben die Leute übrigens alle so kleine Symbole neben ihren Namen. Das ist so eine Art Wahlkampf-Anstecker. Ja, Ellen Kiel oder der andere. Ja, also das, nicht, dass ihr denkt, das wäre die Merkel. Die sieht zwar ein bisschen ähnlich aus. Oh, jetzt hast du die Ellen aber beleidigt. Ich habe ja letztens ein Buch in der Buchhandlung gesehen, das hieß Das erste Leben der Angela M. Boah. Darauf war sie dann am Kimmel. Wo bist du? Hat jemand die Nummer von dem Laster notiert? Oh, wo bist du denn? Ah, ich lebe schon wieder. Danke. Sind wir überhaupt gerade in Deutschen oder? Keine Ahnung. Doch, hört sich so an. So, das muss jetzt hier aber fette Belohnung geben. Blau! Yay! Yeah. Egal, der Gedanke zählt. Dabei sein ist alles. Zweierfähigkeit wieder geholt. Die Einserfähigkeit geholt. Die ist warte, wo war die zwei? Da oben an der Rampe, wenn man hochkommt, direkt um die Ecke. Ja. Alles klar. Einser hast du auch? Ja, aber freilich. Ja, super. Vielleicht kommen wir dann mal langsam in die höheren Sphären. Wenn wir uns nicht in den Tod stürzen, ausnahmsweise. Vielleicht kriegen wir dieses Jahr genug zusammen für eine Kuh. Leg das bitte wieder hin, ja? So, jetzt müssen wir nämlich hier hochhopsen. Oh. So, jetzt eins oder zwei drücken? Eins. Auf jeden Fall nicht zwei. Drei wäre, glaube ich, auch noch gegangen, aber zwei nicht. Drei habe ich ja nicht. Und hüpf. So. Ich guck mal, ob hier noch irgendwelche Kristalle rumliegen. Ach, da sehe ich sogar einen. Siehst du den auch? Ja. Den müssen wir uns, glaube ich... Da. Greift mein Ziel an! Wenn du Steuerung gedrückt hältst, dann werden die angezeigt. Aber der ist mir jetzt zu tief unten. Den holen wir ein andermal. Wir merken uns einfach die Stelle. Wir merken uns einfach die Stelle? War das Freud? Ach, wir merken. Du musst das R betonen, mein Freund. Merkeln. Ich nehme lieber neue Kristall. Ja, hab ihn gesehen. Dann sind wir auch gleich schon ganz oben. Wir sind auch schon an Kristallen vorbeigerannt, glaube ich. Niemals. Zum Beispiel die da drüben. Der da, ach, der da. Die zählen nicht. Die werden wir alle noch brauchen, wenn wir den Erfolg machen wollen. Ach, unseren. So, jetzt kriegst du gleich eine Sequenz. Oh, fuck. Schupp. Da ist sie. Ja, und das ist dann das C4-Refugium oder wie auch immer sich das nennt. Stell dir mal vor, auf dem Schiff lässt einer eine Kippe fallen. Ja, ich glaube, Rauchen ist da verboten und offenes Feuer, also nur Taschenwärmer sind erlaubt. Ist das auch so? Nee.
Dann holen wir uns jetzt mal die Wegmarke, dann gehen wir mal aufs Schiff und gucken dann, ob wir in diese Instanz da reinkommen. Ahoi, du Landratte. Bodenratte. Hui. Oh, ich kenne jemanden, dem würde jetzt hier schlecht werden. So, hier ist nämlich eine kleine Inni. Wollen wir die mal rein? Oh. Audienz beim Meister. Herr, meine Gehilfin und ich haben viel über euer Volk gelernt. Wir würden gern über die Möglichkeit eines Handelsabkommens zwischen eurem schönen Sanktum und der großen Stadt. Ich bin nicht seine Gehilfin, Herr. Meine Stadt kann euch vieles bieten, das ganze Jahr über. Unsere Gärten... Verzeiht, wenn ich euch beim Ratschlagen störe. Sagt mir, habt ihr die Unterstützung eures Volkes? Absolut! Das Volk liebt mich heiß und innig. Und ihr, Löwengardistin? Was? Na, man hat mich ganz gern, denke ich. Gut. Ihr beiden müsst mich mit dem Enthusiasmus eurer Anhänger beeindrucken. Wenn es euch gelingt, sprechen wir über ein Handelsabkommen. So, ja. Die beiden bewerben sich also als Verhandlungspartner für dieses Handelsabkommen mit Löwenstein und den... Seid ihr schuld? Ich bin schuld. C4. Ihr seid ein Mäusefurz, der sich vor einem Ort hält, also bitte. Ach ja. Ich gucke hier noch eben durch. Willkommen in unserem Sanktum. Wie kann ich dienen? Na, erzählt mir mal von eurem Volk. Bleibt aus dem Weg, Ellen. Es besteht Verletzungsgefahr. Ich gehe dann schon mal raus. Okay. So. Juhu. Sehr gern. Wir entstammen einer langen Linie derjenigen, die an den Frieden glauben. Um den gewalttätigen Konflikten am Boden zu entgehen, leben wir in luftiger Höhe, und das ist noch bevor die Flak erfunden wurde. Erzählt mir mal vom Sanktum. Unser Sanktum ist unsere Heimat. Hier sind wir sicher und es trägt uns über die Wolken. Wir sind mit dem Wissen über die Aspekte des Windes, der Sonne und des Blitzes gesegnet, sodass wir immer schweben können. Schweben, schweben, schweben. Was haltet ihr von den Kandidaten? Ihr Enthusiasmus war sehr unterhaltsam. Letztendlich wird sich ihr Wert erst dann erweisen, wenn sie Loyalität und Unterstützung in denjenigen wecken, die sie am besten kennen. Ja, das ist alles. Okay. Ich komme dann auch mal wieder raus aus der Inni. Also mein Lieblingskandidat ist natürlich Ellen Kiel, die wir jetzt auch schon aus einigen Events kennen. Und deswegen würde ich dann auch gerne... Kann ich die schon unterstützen? Eine Marke einschmeißen. So. Grüß euch. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Ach, ist das schön. Ach, wie viele Marken habe ich denn? So, und jetzt habe ich diese Wahlkampfanstecker. Die kann ich dann aktivieren. Und dann zählen die Events, die ich mache, auch für Ellen Kiel mit. Das ist auch wieder irgendein Erfolg, den man sich da einsammeln kann. Wo ist das? Lebendige Welt. Unterstützt Ellen Kiel. Hier. Events in Kryta, während ihr diesen Button aktiviert habt. Also das hier. Yay. Ich weiß, wo die Taucherbrille hier ist. Sollen wir uns die noch in dieser Folge holen? Mhm. Wenn wir nicht runterfallen, heißt das. Okay, erstmal hier Springfähigkeiten holen. Sorry, musst du kurz niesen. Und da vorne ist noch die Dreierfähigkeit, glaube ich. Die könnten wir auch gut gebrauchen. Ich glaube, die Zweier brauchen wir dafür nicht. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, müssen wir von da oben ran. Jetzt, wie war denn der Weg? Ich habe das mal so gesehen. Uah. Wir müssen da irgendwie hoch und dann kann man... Also, irgendwo da oben oder sowas, da ist das.
Tschüss. Wie lang? Oh, hier ist ein Kristall. Ich habe ein Kristall. Ich habe ein Kristall. Hier ist eine extrem gute Ortsbeschreibung. Ja, da wo ich bin sozusagen. Vorsicht, da stößt du dir den Kopf. Du musst so weit wie möglich von der Wand weg. Lieber noch eine Etage runter. Ich schwebe aber schon in der Luft. Okay, so Skill. Da hast du aber Glück gehabt. Nein, das ist purer Skill. So, wie ging das denn? Man musste hier jetzt irgendwie auf den Balken drauf. Den großen hier? Den hier, wo ich drauf bin. Ich hab die Taucherbrille bekommen. Da ist die Taucherbrille, genau. Da muss man da runterspringen und darf nirgendwo gegenklatschen und sterben. So ähnlich wie die Taucherbrille in Ätherkling versteckt. Die müssen wir, glaube ich, auch noch machen. Ey, schicke Badehose. Okay. Los geht's, ne? Ja, wo springe ich denn am besten runter? Hier, so versuche ich mal. Ui! Ui! Ist hier Wasser? Ja, hier ist Wasser. Ich lande im Wasser, das ist gut. Und ich habe den Erfolg. Bester Sprung ever. Voll. Super. Oh Mann, wo ist meine Taucherbrille? Ich wollte die doch anbehalten. Wer hat mich ja gerade beschossen? Du hast mich gekreit. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Folgenende. Du musst morgen früh aufstehen. Kannst du jetzt noch weitermachen oder machen wir einander mal weiter? Es ist schon 11. Ja, dann können ja morgen oder übermorgen noch mal ein bisschen aufnehmen. Ja, liebe Zuschauer, ich muss wirklich früh aufstehen. Also schon um 10 Uhr. Früher. Das ist doch das Schlimme. Alles klar, ihr Lieben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss.